Irgendwas ist heute anders. Und dabei meine ich nicht nur den Blick aus unserem Ferienhaus. Es ist ein Gefühl, das ganz besonders hier in Dänemark spürbar ist. Es hüggelt. Hygge, das ist mehr als nur Zimtschnecken oder ein Einrichtungstrend. Hygge ist ein Lebensgefühl und stark in der Kultur der Dänen verankert. Über Jahre hinweg landen sie im World Happiness Report auf den obersten Plätzen. Ich stelle mir die Frage, was steckt wirklich hinter dem Konzept? Was können wir von den Dänen lernen? Und was davon können wir in unser alltägliches Leben integrieren? Ich mache mich dafür auf nach Dänemark, um das Lebensgefühl hautnah zu erleben und frage Anna, eine deutsche Auswanderin, welche Rolle Hygge für sie in ihrem Leben in Dänemark spielt. Zeit, das Geheimnis der skandinavischen Lebensphilosophie zu lüften. Herzlich willkommen damit auch zur dritten Episode der Serie Die Kunst zu leben, in der wir immer Lebensweisheiten und Philosophien verschiedener Länder erkunden. Und wenn das auch ein Thema ist und wenn du das spannend findest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Kanal abonnierst, denn hier wird es auf jeden Fall noch weitergehen mit diesem Format. Um über Hygge nicht nur zu lesen, sondern Hygge auch zu erleben, habe ich mich für mehrere Tage nach Dänemark begeben. Ich habe hier Rix und mir ein Haus gemietet, in dem wir das dänische Lebensgefühl besonders gut erleben können. Abgeschottet von großen Städten und in der Nähe des Meeres werden wir hier eine ganze Woche verbringen. Und ich muss erstmal sagen, es ist ganz schön ungewohnt. Ich meine, Momente der Ruhe, die habe ich zu Hause in Braunschweig auch. Aber so viele Momente der Ruhe, ich meine, hier ist quasi ja alles ein Moment der Ruhe. Und ich glaube, daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Naja. Im Deutschen bedeutet Hygge so viel wie Gemütlichkeit oder Geborgenheit. Hygge hat auch eine Verbindung zum englischen to hug und ist etymologisch mit dem Wort Umarmung verbunden. Der Ursprung des Wortes kommt wohl aus dem Altnordischen zur Zeit der Wikinger und bezeichnete einen Ort, an dem man sich sicher fühlen und seine Akkus aufladen konnte. Es vermittelt ein Gefühl der Umzingelung, der Grenzen, eines sicheren Raums. Reiseblogs beschreiben Hygge als einen geselligen Abend mit guten Freunden, warmem Kerzenlicht, sanfter Musik, leckerem Essen und angenehmen Gesprächen auf einer gemütlichen Couch. Louisa Thompson-Britz, eine britisch-dänische Schriftstellerin, beschreibt Hygge als eine praktische Möglichkeit, mitten im wirklichen Leben Zuflucht zu schaffen. Als eine Art gesunder Eskapismus. Der dänische Anthropologe Jeppe Linnet erklärt, für die Dänen sei Hygge der Ausgleich zu einem stressigen Arbeitstag und die Antwort auf die dunklen und eiskalten Winterabende. Das klingt doch schon mal ganz verlockend, aber was heißt das jetzt konkret für mich, wenn ich Hygge im Alltag auch leben will? Ich treffe mich dazu mit Anna in Aarhus. Anna zeigt in ihren Videos auf ihrem Kanal Nordbewusst, wie du dir das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kannst. Von ihr möchte ich erfahren, warum sie ausgewandert ist und welche Rolle Hygge für sie dabei spielt. Ich kann gut verstehen, wenn Auswanderer aufgrund der Dunkelheit dann doch sich dafür entscheiden, wieder zurückzugehen. Ich liebe die Dunkelheit, ich mag das super gerne, ich finde das total gemütlich und mag das irgendwie, wenn es schon so ab 3 oder 4 dunkel wird. Ich komme aus Frankfurt und ich sage immer, das ist so ein bisschen das Kontrastprogramm. Da sind ja viele Banken und Kanzleien und es ist sehr schnelllebig und sehr durchdacht und organisiert. Ich habe noch nie so eine entspannte Atmosphäre erlebt wie jetzt in Kopenhagen. Die Leute drängeln irgendwie nicht so. Ich mag das Lebensgefühl sehr gerne und habe mich danach gesehnt. Deshalb wollte ich gerne das auch mal hautnah miterleben. Wie integriere ich mehr Hygge in meinem Leben? Um Hygge in meinen Alltag zu integrieren, habe ich mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und ein paar sehr wertvolle Tipps identifiziert, die auch vielleicht dir dabei helfen können, Hygge in deinen Alltag zu integrieren. Erstens, Verbundenheit durch Alltägliches. Louisa Thompson-Britz beschreibt Hygge als einen Zustand der Achtsamkeit. Wie man wesentliche und alltägliche Aufgaben würdevoll, freudig und schön macht, wie man ein Leben in Verbundenheit mit seinen Liebsten führt. Der erste Schritt ist schon mal, dass man realisiert, dass man es sich selbst wert ist, es sich hügelig zu machen. Und dann kann es aber auch sowas sein, dass man
aus seiner schönsten Kaffeetasse trinkt oder das schöne Geschirr verwendet, was man hat und das eben nicht nur nimmt, wenn Gäste da sind, sondern auch für sich selbst. Also, dass man realisiert, dass man selbst die wichtigste Person in seinem Leben ist und eben es sich selbst so schön, so gemütlich macht wie möglich. Zweitens, Lichtquellen schaffen. Kerzen, Leuchten, ein Kamin. Glaubt man der einschlägigen Hügge-Literatur, ist ganz klar, Licht ist ein besonders wichtiger Aspekt von Hügge. Kerzen und kleine Lichtquellen im Zimmer verteilt lassen den Raum gemütlicher wirken. Macht das, seit ich in Dänemark lebe, zelebriere ich das wirklich, dass ich mir morgens, wenn ich mein Frühstück esse oder abends, eine Kerze anzünde. Und das ist so eine Kleinigkeit, die aber wirklich einen Unterschied macht, ob du bei Kerzenschein dich zu Hause aufhältst oder bei einem grellen Deckenlicht, sag ich jetzt mal. Einen besonders hohen Hüggefaktor hat natürlich das Kaminfeuer, so wie wir es auch bei uns hier im Haus haben. Muss aber nicht immer ein Kamin sein, sondern es können ja auch einfach ein paar Kerzen mehr sein. Apropos mehr, kleiner Funfact, Dänemark ist tatsächlich Europa-Weltmeister im Kerzenverbrauch. Kein Scheiß. Drittens, Zeit für Entspannung schaffen. Hier auf unserer Terrasse am Haus haben wir direkt einen Whirlpool. Super krass. Ich meine, damit fällt Entspannung natürlich nicht schwer. Aber es muss nicht immer gleich ein ganzer Whirlpool sein. Es kann auch einfach das Einkuscheln auf der Couch sein, den Blick nach draußen schweifen zu lassen, vielleicht sich auch einfach mal ein Buch zu nehmen oder seinen Lieblingsfilm zu schauen. All das kann Hügge sein. Hügelige Entspannung gelingt auch bei einem ausgiebigen Spaziergang im Winter. Hier fand ich Annas Impulse noch einmal besonders spannend. Und dann, wenn man noch einen Schritt weiter geht, könnte man eben auch sagen, obwohl jetzt draußen regnerisches Wetter ist, gehe ich trotzdem raus oder gerade deswegen. Man kennt das vielleicht, wenn man Urlaub macht in Dänemark, dass man dann trotzdem rausgeht und an die Dünen geht oder spazieren geht. Und wie gut das Gefühl dann danach ist, wenn man wieder nach Hause kommt. Zum einen, dass es sich wert sein, es sich zu Hause gemütlich zu machen und auch aktiv sein und rausgehen und auch einfach die Kleinigkeiten des Alltags bewusst genießen, die man sonst als selbstverständlich wahrnimmt. Im Winter ist es vor allem spürbar, aber das hügelige Gefühl, das ist nicht nur auf den Winter beschränkt, sondern das kann man auch an einem lauen Sommerabend verspüren. Hügge bringt also das Potenzial mit, unserem Alltag ein neues Lebensgefühl einzuhauchen. Da kann doch erstmal nichts dran verkehrt sein, oder? Trotzdem gibt es einige Punkte, die Kritiker immer wieder mit Hügge in Verbindung bringen. Und auf die möchte ich trotzdem noch einmal ganz kurz eingehen. Kritik an Hügge. Erstens, Hügge ist ein Markt. Hügge sei Kritikern nach zu einem Marketinginstrument geworden, was in etlichen Hochglanzmagazinen und Werbespots ausgeschlachtet wird, alleine um am Ende Profit zu erwirtschaften. Hügge wird oft als Designermarke mit eleganten Möbeln und hochwertiger Innenbeleuchtung verkauft. Und wenn ich mir diesen Werbespot von Mads Mikkelsen anschaue, dann denke ich, könnte sogar ein bisschen was an der Kritik dran sein. We Danes have a word we like to use a lot. Hügge. Auch wenn der Werbespot ziemlich cool ist. Der britische Guardian kommt zu dem Schluss, Hügge kann bestenfalls eine Ermunterung sein, das Einfache wieder schätzen zu lernen, sowie auf den Konsum teurer Marken zu verzichten und sich stattdessen wieder auf die wichtigen Beziehungen im nahen Umfeld zu konzentrieren. Schlechtenfalls jedoch kurbelt Hügge nur den Verkauf von Kerzen und dänischen Designerlampen an. Wenn man eine Liste mit Dingen bekommt, die man in sein Zuhause einbauen kann, um es Hügge-artiger zu machen, glaube ich nicht, dass das funktioniert, sagt auch Anthropologe Lynette. Zweitens, politische Diskussionen unerwünscht. Es gibt auch kritische Stimmen gegenüber Hügge, dass das Ganze eine Art kultivierte Realitätsflucht darstellt, in der man sich einfach zu Hause in sein Privatleben, in seinen sicheren Raum zurückzieht und die äußere Welt kurz beiseite schiebt. Erstmal scheint das doch gar kein Problem zu sein, oder? Man zieht sich also ins Private zurück, macht sich da schön gemütlich. Das Problem ist nur, so ganz abschottend von den Problemen und Herausforderungen der Welt können wir uns nicht. Wir merken jetzt auch, in vielen westlichen Ländern spielt das Thema Migration eine riesige Rolle und spaltet auch die Gesellschaft. Und wenn wir da sehen, dass rechte Kräfte erstarken, dann können wir uns zu Hause es nicht uns komplett gemütlich machen und sagen, das ist uns egal. Und ich glaube, da, ganz kurz, Disclaimer, meine Meinung, ich glaube, da müssen wir tatsächlich aktiv werden und dürfen uns nicht nur zu Hause auf den eigenen kleinen Raum konzentrieren, sondern ein bisschen Scheuklappen auf, größer denken, weil wenn uns das egal ist, dann überrollt es uns. Also, um nochmal ganz kurz die Kritik klar zu machen, was kritisiert wird an Hügge, ist nicht Hügge als Konzept selbst, sondern die Implikation, dass es vor allem um den geschlossenen Raum zu Hause geht. Und wenn dieser geschlossene Raum, zum Beispiel durch das Thema Migration oder ähnliches, gefährdet oder bedroht scheint, dann kann es eben zu einem
Schlagen kommen, dieser Gefühle, und sagen, das ist fremd, das ist nicht Hygge, das ist nicht das, womit wir uns identifizieren. Was sagt ihr denn zur Kritik zu Hygge? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Schreibt das einmal bitte unten in die Kommentare. Lasst uns da ein bisschen diskutieren. Auch Anna hat dazu eine Meinung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mein Leben bewusst romantisieren möchte, gerade so mein Alltag. Alltagssachen gehen halt schnell als selbstverständlich unter. Und ich finde es schön, eben die Tasse Kaffee am Tag bewusst zu zelebrieren oder die frische Luft am Morgen bewusst wahrzunehmen oder den Regen auf dem Fahrrad. So diese kleinen Dinge, die man jeden Tag hat. Hygge ist ein Lebensgefühl, das für Gemütlichkeit, Entspannung und Zufriedenheit sorgen kann, wenn wir ihm Raum in unserem Leben geben. Das Geheimrezept liegt hier in einer sicheren, geborgenen Umgebung, in der wir uns wohlfühlen. Menschen, die man kennt und mag, und leckeres Essen und Trinken. Was das für jeden Menschen bedeutet, das ist komplett unterschiedlich. Am Ende geht es aber darum, herauszufinden, was das Gefühl in Hygge in dir selbst entstehen lässt. Und dazu braucht es nicht den Erwerb neuer Produkte. Übrigens, mit dem Rabattcode BUDINIHYGGE kriegt ihr 50% auf das gesamte Kerzensortiment. Just kidding. Mich würde am Ende jetzt interessieren, welche Teile der Lebensphilosophie von Hygge lebt ihr bereits in eurem Alltag? Und welche Ideen wollt ihr jetzt bei euch noch mehr integrieren? Schreibt das auch nochmal unten in die Kommentare, würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr zwischen den Videos noch Impulse erhalten wollt für einen entspannteren und gelasseneren Alltag, dann tretet unbedingt noch der WhatsApp-Community bei. Den Link, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach eine Beitrittsanfrage senden und dann lasse ich euch rein. Ich freue mich darauf, dich ganz, ganz, ganz bald hier wiederzusehen in der Videoserie Die Kunst zu leben und wünsche dir bis dahin selbst bei deiner Alltagskunst gutes Gelingen.